So, herzlich willkommen zum Neustart quasi nach meinem Urlaub. Deswegen habe ich mich jetzt hierzu entschlossen, die ganzen Positionen mal mit einem Update zu versehen. Das heißt, ich werde jetzt hier wieder von oben nach unten durchgehen durch meine Liste. Und das wird ein wenig länger dauern. Wir werden nicht alles heute durchgehen. Ich versuche das ein bisschen, zeitlich zu optimieren, dass wir hier einfach ein Update haben, aber trotzdem auch den aktuellen Stand besprechen. So, ThyssenKrupp hatten wir zunächst mal diese Bewegung gesehen, die wir uns vorgestellt hatten damals. Und wir hatten hier diese W-Formation, die hat sehr schön funktioniert. Unter anderem bin ich auch hier wieder ausgestiegen. Weil hier erstmal eine Korrektur jetzt auch, wie man auch sieht, eingetreten ist. Und von daher haben wir hier noch ein bisschen Potenzial auf 7 Euro. Das würde ich hier auf jeden Fall erstmal abwarten. Und dann haben wir hier eine entsprechende schöne Aufwärtsbewegung noch bevorstehend. Und zwar in dieser Variante, wenn wir jetzt hier den Widerstand von der W-Formation dann wieder annehmen, dann kommen wir auch wieder hier in diese Zone um die 28 Euro bzw. 25 Euro. Das ist erstmal der Ausblick, aber zunächst die Korrektur auf die 7 Euro ungefähr und dann kann man mal schauen, ob da eine Reaktion folgt mit der entsprechenden Aufwärtsbewegung. Dann schauen wir weiter. Max E.ON Solar hatte ich jetzt noch nicht so oft drin. Das hatte ich hier zugespielt bekommen über SunPower. Hat man hier Anteile erhalten. Die haben hier den Einstieg gefunden und man hat quasi auf die über diese Aktien jetzt dann auch schon die 100% erreicht. Sogar sehr schön. Ja, jetzt seitdem am Abbrechen. Auch hier die Korrektur hat nicht gehalten. Können wir wegmachen, hat nicht funktioniert. War einfach nur aufgrund der ersten Bewegung zurückzuführen. Das heißt, wenig Historie mit wenig Widerstandszonen. Das heißt, hier konnte man gar nicht wirklich analysieren, sondern eben nur spekulieren. Das hat jetzt erstmal nicht funktioniert. Wir sind jetzt wieder sehr weit unten in dem Bereich. Sorry. Hier wieder, wo wir uns schon mal befunden haben, ganz am Anfang. Das heißt, hier könnte man mal schauen, ob wir jetzt dann nochmal den Aufwärtstrend neu kreieren. Die erste Bewegung hat mal ganz gut funktioniert. War jetzt für mich sowieso irrelevant, weil die Aktien einfach meinem Konto gut geschrieben worden sind, aber kann man einfach weiterhin. Für mich ist das uninteressant, einfach halten. So, Nell ist eher mal interessant. Hier haben wir die Korrektur jetzt durchlaufen, sogar sehr schön. Wir haben hier die Widerstandszone in dem Bereich. Hier oben haben wir schon mal diese Zone angetestet, hier wieder in der Vergangenheit. Das heißt, da sind wir uns jetzt hier in der Zone auf jeden Fall befinden wir uns. Und wenn da jetzt eine Reaktion folgt, dann haben wir hier sehr schöne Aussichtspositionen bis zu 8 Euro. Das bleibt bestehen, hat sich nichts verändert. SunPower hat sich ebenfalls gut entwickelt. Wir haben jetzt die Korrektur gesehen, so wie wir es vorgestellt haben. Unter anderem natürlich auch, wie wir es besprochen haben. Hier sind dann die Widerstandszonen, die gilt es noch zu beachten. Ist etwas zu groß jetzt hier geraten, muss ich sagen, diese Zone. Also hier, das kann man auf jeden Fall etwas abspecken. Aber ja, in dem Bereich zumindest sind die Widerstandszonen, die hat jetzt auch hier unten untergeordnet sehr gut funktioniert. Wir sehen jetzt auch schon die erste, impulsive Bewegung. Ist es noch nicht ganz, also impulsiv würde ich sagen, es knallt hier richtig hoch. Sehen wir dann auch bei Invisible gleich nochmal. Das hat sehr schön funktioniert, parabelmäßig. Aber auf jeden Fall hier, Ziellevel bleibt immer noch bestehen bei 95 Euro potenziell. Und die Korrektur hat ja auch
sehr schön funktioniert aus der aktuellen Sicht, aber ihr müsst noch mal ein neues hochsehen. Dann 3D Systems, da hat das Ganze auch schon bereits reagiert, funktioniert, in der Telegram-Gruppe auch besprochen, unter anderem viele Verläufe, die ich jetzt hier auch durchgehe. Ja, hier am Widerstand, so wie wir es uns vorstellen, eine Reaktion gesehen, entsprechend auch gut impulsiv, das heißt eine schnelle ansteigende Bewegung. Hier zeichnet sich jetzt eine kleine mögliche Korrektur nochmal ab, dass wir hier ja nochmal eine Korrektur sehen und dann weiter ansteigen. So, aber an dem potenziellen Ziel von 95 hat sich auch hier nichts geändert. Nordex, hier haben wir jetzt die Korrektur gesehen. Wir haben das Ganze hier schon länger besprochen. Die Korrektur ist eingetreten. Wir haben jetzt hier das Ziellevel bzw. das Ziellevel der Korrektur abgearbeitet. Das heißt, innerhalb von, ja, seit dem 6. April stand dieses Korrekturlevel fest und das haben wir abgearbeitet. Und jetzt könnten wir noch den Widerstand hier schön antesten in dem Bereich hier unten und dann das Ziellevel in Anspruch nehmen, ja, ungefähr in dem Bereich hier bei 57, 60 Euro. Aber dafür bräuchten wir da erstmal hier eine Reaktion. Allgemein ist die Situation etwas, ja, muss man auf jeden Fall beachten, dass wir hier einen Keil haben oder beziehungsweise eine Formation, die hier ja, eher nochmal tiefer gehen könnte. Das heißt, wenn man das hier alles respektiert, also wir hatten hier oben den Berührungspunkt, hier den Berührungspunkt, dann wieder hier den Berührungspunkt, dann hier und wir könnten nochmal hier runterkommen. Ja? Also das muss man nur beachten. Ihr wisst ja, ich nutze diese Formation als Information, aber ich verwende sie jetzt nicht aktiv für meine Investments, sondern ich nehme sie als Hintergrundinformation und deswegen beachten, es könnte noch mal tiefer gehen, einfach aus der ja, Struktur heraus. Ansonsten haben wir hier den Durchbruch mit dieser Idee hier, der dann zur, ja, mal durch diesen Ausbruch aus dieser Formation einen schönen Aufschwung geben könnte. Ja, Halo Collective hier in US-Dollar, das sei zu beachten. Schauen wir das kurz durch. Also wir haben jetzt hier leider einen sehr starken Kursrutsch verzeichnen müssen. Wir haben hier eigentlich in die Korrekturzone mit dem Widerstand in dem Bereich, der war auch sehr, eigentlich sehr gut ausgeprägt. Auch hier immer schöne Kerzen generiert, leider jetzt in dem Fall nicht. Wir sind jetzt hier in ganz vielen Korrekturzonen der Vergangenheit. Wir haben jetzt hier auch nochmal einen Widerstand, der eventuell nochmal etwas helfen könnte. Wir sind am 78er Level von der übergeordneten Aufwärtsbewegung. Die würde übrigens hier oben bei 0,32 US-Dollar liegen. Beziehungsweise würde sich das Ganze jetzt noch etwas verschieben. Das ist auch ein bisschen durcheinander, muss ich gerade feststellen. Das wollen wir mal gerade ein bisschen ja, optimieren, weil das bringt nicht wirklich den Mehrwert, den wir uns hier noch gerade wünschen. Von daher machen wir das Ganze mal raus hier. Wir sind hier, wie gesagt, am 78er Level und hier eben die Widerstandszone, die eventuell nochmal halten könnte. Wir haben jetzt hier die Bewegung etwas angepasst. Das potenzielle Ziellevel würde sich aus aktueller Sicht aber nicht wirklich viel ändern. Das, wie man sieht, bleibt gleich, obwohl wir eine tiefere Korrektur gesehen haben. Das heißt, wer frühzeitig eingestiegen ist, hat sich am Ziel eigentlich wenig geändert, aus der aktuellen Sicht zumindest. So, das wäre das Szenario. Schauen wir schnell weiter. Gehen wir auf NIO, wollte ich. NIO, sehr gut. So, ja, hier haben wir jetzt endlich ein schönes neues Hoch gesehen, das ist sehr gut. So wie wir uns vorgestellt haben, die letzte Aufwärtsbewegung kennt vermutlich jeder, hatten wir auch jetzt besprochen gehabt, die Korrektur steht jetzt auch schon länger im Fokus. Die Korrektur
hat jetzt zunächst mal ein schönes Zeichen geliefert. Und zwar haben wir jetzt hier mal ein neues Hoch in Bezug auf diese oder diesen Anlauf an den Widerstand hier gesehen. Das heißt, wir haben ihn auch gebrochen. Das ist schon mal sehr gut. Auch diese Zone, also man sieht es hier überall, die war sehr dominant auch gewesen. Mit dem neuen Tief hier haben wir jetzt eine größere Käuferschaft gefunden, die dann dazu geführt haben, dass wir den Durchbruch geschafft haben. Jetzt steht natürlich hier das Ganze noch etwas aus. Da müssen wir nochmal drüber kommen, um weitere Signale zu liefern, weil auch hier, das hat nicht gehalten, ist auch hier nochmal durchgebrochen. Also das steht jetzt immer noch ein bisschen aus, aber prinzipiell steht das Ziel fest. Also wir haben jetzt hier die Korrektur gemacht und sollte jetzt eigentlich wieder aufwärts gehen, zumindest aus der vergangenen Erfahrungsstruktur heraus, ist das eigentlich möglich, dass da dann jetzt auch neue Aufwärtstrendmöglichkeiten bestehen. Plug Power, auch hier eine schöne Reaktion, seitdem wir beim 78er Level reagiert haben. Das heißt, wer hier den optimalen Einstieg gefunden hat mit der besten Chancen-Risiko-Bewertung hier beim 78er Level vom Fibonacci, dann ist man auch schnell hier schon im Profit gewesen, fast schon sogar die 100%, wenn ich richtig bin. Ja, das heißt, wenn man hier unten optimal den Einstieg gefunden hat, dann hat man bereits auch schon die 100% und ist risikofrei investiert. Das ist natürlich vermutlich nicht der Fall bei den meisten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, potenziell haben wir hier uns den Einstieg mal markiert gehabt bei 22 Euro. Das heißt, hier steht noch etwas Potenzial oder beziehungsweise Bewegung aus, um hier die 100% zu closen, bei dem Beispiel, was wir hier gemeinsam erarbeitet haben. Aber aus der Charttechnik her wäre dann dieser Aufwärtstrend hier fortzuführen. Wir haben jetzt ja auch hier ein neues Hoch gebildet, also erstmal alles sehr gut. Dann schauen wir weiter auf Xiaomi. Xiaomi hat hier ebenfalls erstmal eine schöne Reaktion gezeigt gehabt. Das hatten wir schon bereits besprochen. Jetzt haben wir die Korrektur wieder. Die Korrektur hat entsprechend auch schon am 38er Level hier eine Reaktion gezeigt. Könnte aber auf jeden Fall noch etwas tiefer ziehen. Das bleibt auf jeden Fall nicht aus. Und von daher, das wäre so das Szenario untergeordnet und das übergeordnete Ziel, also das übergeordnete vom untergeordneten Ziel wäre jetzt immer noch beim All-Time-High in dieser Zone zumindest, hier oben bei 3,84 Euro. Ja, das steht eben noch aus, aber entwickelt sich ja erstmal sehr gut, wenn wir das auch so mal einzeichnen wollen. Dann ist das sehr schön, überschneidend wahrscheinlich auch. Schauen wir gerade noch, zack, hier, na, nicht ganz, aber auf jeden Fall noch weiter oben, also sieht positiver aus. Ich würde aber mich auf das übergeordnete Ziel von der orangenen Linie konzentrieren. Jinji Solar hat auch schöne Reaktionen verzeichnet. Hier der optimale Einstieg, natürlich aus aktueller Sicht, den hätte man so jetzt wahrscheinlich nicht gefunden. Aber wer hier am Korrekturlevel 50er oder noch etwas drunter eingestiegen ist, der kann ja auch dann hier schon beim All-Time High auf eine 100% Rendite zurückblicken. Von daher, das entwickelt sich aber auch erstmal ganz gut. Ziellevel bleibt weiterhin bestehen, hat sich nichts verändert. Von daher nichts Unerwartetes im allgemeinen Markt, auch nichts Unerwartetes, sondern eher sehr schön positiv für die Entwicklung, die wir uns vorstellen. Auch Warta hat sich super entwickelt. Wir haben jetzt hier untergeordnet die rosane Sequenz gesehen gehabt. Die wurde komplett korrigiert wieder. Jetzt sind wir wieder hier in dieser interessanten Zone mittlerweile auch wieder eingetreten und haben eine kleine Korrektur oder eine Seitwärtsphase eher schon eingetreten. Wir sind hier allgemein sehr seitwärts orientiert. Man weiß nicht so wirklich, Bullen oder die Bären, wer gewinnt das Rennen hier.
Aber auf jeden Fall jetzt erstmal wieder der Anlauf. Hier müsste dann, wie gesagt, schon mal dieser Übertritt mal eintreten, dass wir hier diese Unterstützung dann nutzen können für einen weiteren Anstieg. Ja, das wäre so das Szenario. Ja, ich habe auch keine 100%, die wären bei einem 200 € wären diese erreicht. So, gehen wir weiter zu BYD. BYD hat super performt. Ich hatte das auch in der Telegram-Gruppe ja angekündigt, angepriesen, dass ich dort investieren möchte. Ich habe es dann leider nicht geschafft aus geldtechnischen Gründen. Ich bin aber weiterhin investiert. Ich wollte es eher aufstocken, weil es einfach ja für mich auf jeden Fall sehr interessant war, hier ein Investment zu tätigen nochmal. Auch wenn ich natürlich schon seit 4 € investiert bin, beziehungsweise 5 €, trotzdem würde ich hier nochmal nachlegen. Aber jetzt haben wir ja den entsprechenden Reaktionszyklus schon durchlaufen. Ja, vielleicht kommt jetzt nochmal eine Korrektur, aber auch dann muss man wieder Cash dafür verfügbar haben. Aber prinzipiell, ja, sehr schön, super funktioniert. Jetzt im Nachhinein kann man hier einfach sagen, das hat. So ist das so abgelaufen, wie man es vorstellt. Runtergezogen und dann auch zack, wieder die Gegenbewegung. Also alles in einem Ablauf. Also traumhaft, ja. Also hier der Einstieg hier in dieses Korrekturlevel und direkt die Korrektur dann abgearbeitet. Hier der potenzielle Einstieg in dem Bereich. Also ja, das ist perfekt für den Einstieg direkt im Plus. Und wer sich jetzt nicht damit beschäftigt und sagt, hey, ich schaue mir die Telegram-Gruppe an, ich schaue mir die Videos jetzt immer an, ich abonniere den Scheiß hier, dann weiß ich es auch nicht, dann ist man irgendwie beratungsresistent, aber ohne jetzt dann natürlich persönlich zu werden. Oder sagt, dass Chartanalyse nicht funktioniert, das funktioniert wunderbar, wenn man natürlich ja, sich damit etwas beschäftigt und da auch ja, ein wenig dran glaubt und das Ganze etwas verfolgen möchte, ja. Aber wer hier einen Einstieg findet, hat kein Problem mit irgendwelchen Emotionen. Natürlich ist das jetzt nicht immer der Fall, aber die Statistik hätte ich dann doch gerne auf meiner Seite. Dann Modern Plant, das macht gar nichts. Invisible, auch hier eine traumhaft schöne Entwicklung, muss man sagen, hingelegt. Mein Einstieg war auch sehr optimal hier, muss ich sagen. Das will ich nochmal hervorheben, weil wir gerade dabei sind. Hier war mein Einstieg gewesen und ich war direkt im Plus, direkt bei 100%. Seitdem risikofrei investiert, war sehr günstig. Man hat 4 Stück einsammeln können und jetzt, ja, auch das hier macht dann keinen Abbruch mehr. Man ist risikofrei und kann den ganzen Kram hier einfach mitverfolgen oder auch ignorieren, wie man das eben dann macht und einfach die ganze Show genießen, ja, ziemlich risikofrei und ohne Emotionen. Jetzt hier untergeordnet hat das wunderbar funktioniert. Das möchte ich auch noch mal zeigen. Wir haben hier die Korrektur besprochen, die Widerstandszone, die Aufwärtsbewegung, hier die Reaktion jetzt zum ersten Mal, jetzt zum zweiten Mal und jetzt kam die entsprechende impulsive Bewegung, von der ich auch vorhin gesprochen hatte. Ja, also direkt hier zum Widerstand. Das wäre natürlich schön, wenn er das hier noch abarbeiten würde bei 60 Cent, aber seien wir nicht ganz penibel. Das passt auf jeden Fall. Jetzt erstmal hier eine Korrektur nochmal zu sehen, vermutlich. Oder er geht noch weiter hoch. Ansonsten eine Korrektur nochmal hier runter und dann geht es eventuell auch schon wieder weiter. Das muss man jetzt natürlich jetzt erst nochmal abwarten. Aber erstmal hat das wieder wunderbar funktioniert und man hätte hier auch von 40, okay, nee, hätte man noch keine 100%. Wenn man hier unten die Korrektur mitgenommen hätte, dann hätte man nahezu 100%. Aber das ist, ja, da hätte man den Widerstand nutzen können, so wie ich es auch gerne mache. Dann Coty. Coty hat ja endlich auch mal eine Korrektur hier langsam am ja, präsentieren und von daher ist das auch sehr schön, die Entwicklung. Ich habe darauf gewartet, dass hier eine Korrektur kommt. Jetzt ist sie da, sie hat lange auf sich warten lassen. Ich habe hier schon mal drauf spekuliert, das hatten wir auch besprochen.
Ja, aber jetzt hier den Widerstand mit Korrekturzone, mit dem entsprechenden Leveln und der Zielzone hier bei 15. Also auch das könnte sich noch sehr schön entwickeln. Dann mit Blick auf die Uhr, 20 Minuten, gehe ich jetzt noch die letzten durch. Dann machen wir unter der Woche weiter, dass da Schritt für Schritt alles wieder mit einem Update versehen ist und wir dann nächste Woche wieder wie gewohnt starten können und alles auf jeden Fall wieder auf dem Laufenden sind, weil ich habe viele Nachrichten bekommen, ob ich denn nicht nochmal jetzt, ja, wann ich denn weitermache. Das hat mich auch gefreut, dass das dann auch so angekommen ist, weil, ja, sonst ist das halt, sag ich mal, vielleicht auch normal, dass das jede Woche kommt und dann bekommt man das nicht so mit, dass das doch auch sehr angenommen wird. Ja, hier die Korrektur bei AFC Energy hat sich bis jetzt auch gut entwickelt, ist jetzt kein Problem. Wir haben zwar noch ein tieferes Tief hier, müsste man nochmal drüber gehen, aber wir haben ja auch hier die 100% Position in dem Bereich, wenn man jetzt hier beim 50er Level eingestiegen ist. Das heißt, man ist immer noch nicht im Nachteil, auch wenn dann hier nochmal runtergekommen ist auf 50. Das wäre natürlich schöner, mit dem Widerstand hier den Einstieg zu finden. Aber ja, hier oben beim All-Time-High das Ziellevel. Elmos tut sich ja etwas schwieriger. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass mal endlich meine 100% Zone erreicht wird. Dann könnte ich da auch wieder neue Investments starten. Da warte ich noch so ein bisschen drauf. Hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen schneller geht natürlich, damit Cash frei wird und man dann auch sowas wie BYD beispielsweise machen kann. Aber ja, da muss man eben dann auch ein bisschen Geduld zeigen. Aber bis jetzt auf jeden Fall Ziellevel könnte erstmal eine Korrektur folgen. Ich hoffe aber, dass er natürlich meine Position noch voll macht. Ansonsten nochmal eine Korrektur und dann zieht sich das eventuell noch etwas hin mit meiner 100% Position. Aber prinzipiell erstmal weiter nach System und Korrektur wäre bei 27 Euro. So, dann will ich jetzt noch die zwei Drohnengeschichten durchgehen. Da wurde nachgefragt, deswegen schiebe ich die jetzt noch gerade mit dazu. Wir haben ja bei Drohne Volt haben wir ja die Aufwärtsbewegung jetzt doch noch mal stärker korrigiert. Wenn wir jetzt hier die Korrektur mal anziehen, dann wäre das 78er Level in dem Bereich. Das heißt, wir haben da auch noch ja, Spielraum, macht kein Problem, hat sich nicht viel verändert zu ja, die Analyse ist schon länger her, aber hat sich nicht viel verändert. Von daher habe ich mich da auch persönlich nicht weiter mit beschäftigt, weil ich habe investiert und ja, ist mir eigentlich ziemlich egal. Hauptsache, mein Ziel wird irgendwann erreicht. Ist aber natürlich jetzt hier keine Anlageempfehlung. Ja, bitte das beachten und respektieren. Das ist alles hier nur meine Meinung. Ja, aber prinzipiell Korrektur, alles noch im grünen Bereich und ist natürlich eine Spekulation. Wir haben wenig Kursverlauf, wir haben dann hier aber vielleicht eine interessante Zone, weil die hier auch schon für eine Seitwärtsbewegung gesorgt hat, hier auch nochmal angetestet worden ist. Jetzt wird es natürlich spannend nochmal etwas. Vielleicht müssen wir auch hier das Gap noch schließen, das wäre natürlich ein bisschen blöd. Aber ja, das sind so die Faktoren, die da noch mit einspielen. Dann Delta-Drohne, ja, das ist natürlich nicht schön, das ist überhaupt nicht schön. Wir haben jetzt hier nochmal so einen Abbruch gesehen, der ist auch ein bisschen stärker ausgefallen, jetzt nochmal stärker ausgefallen, das hat auch nicht funktioniert. Ja, also das ist dann, ja, da befinden wir uns eben in der Spekulationsphase. Und können eben dann günstig einsammeln, heißt aber nicht, dass das dann direkt grünt und Früchte trägt, sondern eben da muss man dann die Spekulation mal durchlaufen und vielleicht ist das jetzt hier ein doppelter Boden mit entsprechender Aufwärtsbewegung, muss man mal abwarten, ansonsten vielleicht erstmal nochmal abwarten, ob es diesen Downtrend hier jetzt weitergeht, aber hier haben wir jetzt schon erstmal eine schöne Seitwärtsphase, ja, das ist schon mal besser als hier. Was wir hier so gesehen haben, das ging stetig nach unten. Also ja, erstmal abwarten. Dann Millennial mache ich auch gerade noch. Hier haben wir ja,
die entsprechende Korrektur gesehen. Und ja, also das ist alles in bester Ordnung. Die Widerstandszone hält aktuell noch. Wir sind im Korrekturlevel, das heißt hier alles positiv. Und ja, läuft so, wie es sein soll. Ziellevel bleibt gleich, hat sich nicht viel verändert. Und ja, kann man ja, auf der Watchlist beibehalten, meiner Meinung nach. Genau, das wäre es jetzt fürs Erste und wir sehen uns dann wieder unter der Woche, werde ich das weitere Update machen und dann gehen wir weiter durch. Einen schönen Sonntagabend und einen guten Wochenstart und dann hören wir uns wieder spätestens für die Telegram-Member in der Telegram-Gruppe, dort die gewohnten Updates oder eben auf Instagram. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da oder abonniere meinen YouTube-Kanal. Ansonsten kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen oder meiner Telegram-Gruppe beitreten. Beide Links findest du in der Videobeschreibung.